Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Vermögensmanagement und der Hypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Die Kapitalmärkte nach der US-Wahl war der Slogan, mit dem wir das Webinar angekündigt haben. Mittlerweile zweimal der Impfstoff Monday, zuerst BioNTech und Pfizer, dann entsprechend Moderna. Also die Nachrichtenlage hat sich doch in vielen Fällen verändert und so wie wir auch alle ja im gesellschaftlichen Leben und im direkten Umgang mit Corona, mit vielen Neuigkeiten konfrontiert sind und sich viele Diskussionen auch anbieten, so sind natürlich auch an den Kapitalmärkten einige Sachverhalte zu beachten und diese wollen wir uns nun im weiteren Verlauf anschauen. Die Thematik grundsätzlich im aktuellen Verlauf des Kalenderjahres, auch das nochmal mitgebracht, konkret die Betrachtung hier auf die vergangenen 12 Monate konzentriert, bewusst ein oberflächliches Bild, um auch mal zu zeigen, wie haben sich die großen Vermögensklassen entwickelt. Wir sehen auf Sicht der vergangenen 12 Monate war Gold die attraktivste Anlageklasse, rund 19%, das entsprechend im US-Dollar gerechnet, also ohne Währungseffekt Euro-Dollar, den wir natürlich als Euro-Anleger immer noch mit einkalkulieren müssen. Sie sehen aber auch, Gold war schon deutlich stärker, hat jüngst etwas nachgegeben und die Interpretation, die werden wir uns noch gemeinsam anschauen. Dann als zweitattraktivste Anlageklasse Aktien aus Schwellenländern, die sogenannten Emerging Markets, also die aufstrebenden Volkswirtschaften, haben sich hier jetzt an die Spitze gesetzt und haben eben auch jüngst den globalen Aktienmarkt, den Sie in Türkisblau sehen, überholt. Der Markt entsprechend auch dominiert von Titeln aus Nordamerika, also eine gewisse US-Lastigkeit, die wir hier sehen, die sich aber natürlich positiv bemerkbar gemacht hat, weil das sehen wir auch schon, die Aktien aus Europa in dieser Betrachtung, wenn wir die Region betrachten, einerseits die globalen Schwellenländer, einerseits die globalen Märkte insgesamt und dann die Region Europa sehen wir, dass Europa am schlechtesten abgeschnitten hat und die Anleihen, der globale Anleihenmarkt nach Absicherungskosten auch mit einem Aufschlag von 2,9%. Also auch in diesem Jahr muss man sagen, dass die Anleihen, die schon häufig für tot erklärt worden sind, auch in diesem Jahr auf jeden Fall auch in der risikojustierten Perspektive wieder einen ordentlichen Renditebeitrag generiert haben. Also, dass die Ausgangslage, mit der wir heute konfrontiert sind, Sie alle sehen schon, wie auch die Märkte nachgegeben haben, diese Downsides, diese Verluste von zwischenzeitlich 30-35%, teilweise Kursbewegungen von 10% innerhalb eines Tages, also das wirklich exorbitant, danach die entsprechenden Erholungen, die wir häufig schon betrachtet haben, die jeder von Ihnen auch positiv in seinem Portfolio natürlich nachvollziehen kann. Also alles in allem muss man sagen, wenn Sie sich die Durchschnittsrenditen am Aktienmarkt anschauen, die je nach Betrachtungszeitraum dann eben langfristig irgendwo bei 7-8% nominal sind, dann stellen wir fest, am Ende des Jahres könnte es vielleicht der Fall sein, dass man auf den Depotauszug feststellt und am Ende merkt, naja gut, das Kalenderjahr 2020 war ein Jahr wie jedes andere, nur wer eben täglich, wöchentlich, monatlich oder quartalsweise ins Depot schaut, der hat mehr Schwankungen mitgenommen, aber das zeigt doch eben auch sehr stark, warum die Perspektive hier natürlich auch eine langfristige sein sollte. Was hat in diesem Jahr funktioniert? Das hat vor allem funktioniert, wenn man sich nicht prozyklisch hat leiten lassen. Wir sehen viele Strategieansätze, die ein Risikomanagement fokussieren, sei es quantitativ basiert, sei es auf Basis von Trends oder sei es auch auf Basis von diskretionären Entscheidungen. Bei den vielen Fällen wurden dann eben Ende März, Anfang April Positionen abgebaut. Der Markt hat sich unheimlich schnell erholt und wer diese 3-4 Wochen dann entsprechend nicht positiv nach oben partizipiert hat, der hat dementsprechend dann auch keine neuen Höchststände im Portfolio wieder erreicht. Also man konnte sehr viel falsch machen, wenn man entsprechend hier nicht bei der strategischen Quote geblieben ist. Und ich glaube auch das eine Herausforderung, wenn wir nach vorne schauen, die Schwankungen dementsprechend zu akzeptieren, weil aufgrund der starken Bewegung und aufgrund der Nichtabsehbarkeit der Ereignisse, denken Sie an das Thema Impfstoff, keine Chance natürlich hier diese Marktbewegungen zu antizipieren. Wenn wir uns die Renditen im Zeitablauf auch noch einmal anschauen, das ist ein wichtiges Thema, auch hier nochmal entsprechend dargestellt. Sie sehen das festgemacht an den Hochzinsanleihen, also Anleihen mit einer niedrigeren Bonität ohne sogenanntes Investment Grade Rating. Da sehen Sie,
da sind wir in das Jahr gegangen 2020 mit einer Rendite von unter 3%. Unsere Meinung war, diese Renditen sind zu niedrig und reflektieren die Risiken nicht. Dann kam der Ausverkauf im Rahmen des Corona-Pandemie-Schocks. Die Kurse sind massiv gefallen, die Renditen sind spiegelbildlich dazu ordentlich gestiegen. Und unsere Erwartung war ja damals im April, März kommuniziert, dass wir davon ausgehen, dass die Hochzinsanleihen sich wieder bei 3,5 bis 4% Renditen einpendeln werden, dass also Kursgewinne bei Hochzinsanleihen zu erwarten sind. Sie sehen, in der Euro gerechneten Variante sind wir sogar drunter, nur noch bei 3,1, also fast auf dem Niveau, was wir zu Beginn des Jahres 2019 hatten oder 2020. 2020 war die Erwartung, naja, die Konjunktur erholt sich, Deutschland ist knapp an der Rezession vorbei. Insgesamt wird 2020 ein recht vernünftiges Jahr auf der konjunkturellen Ebene. Sie sehen, es kam ganz anders, aber die Risikoaufschläge sind fast wieder zu dem Niveau gekommen, wo wir zu Beginn des Jahres waren. Wenn Sie US-Hochzinsanleihen betrachten, dann sehen wir bei den absoluten Renditen sogar das niedrigste Renditelevel, was wir in der Aufzeichnung bisher zu vermelden haben. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch interessant, das ist wichtig für die Kapitalmärkte, für die Wirtschaft, aber auch für Vermögensklassen wie beispielsweise Gold. Die USA sind mit knapp 2% Rendite bei den Staatsanleihen in das Kapitalmarktjahr gestartet. Sie haben die entsprechenden Effekte gesehen, Sie haben den Zinsverfall gesehen. Aber ich glaube auch das wiederum wichtig, Sie sehen jetzt hier, die Renditen sind wieder etwas gestiegen. Das heißt, wir sind heute für die US-Anleihen wieder auf einem Niveau, wo wir auch im März diesen Jahres waren. Das heißt, wir sind wieder deutlich angestiegen und das zeigt auch, dass die Stimmung sich deutlich verbessert hat. Etwas, was wir uns gleich noch im Detail betrachten. In der Eurozone der Anlagenotstand ganz massiv. Sie sehen es, die Renditen 0,7% für Unternehmensanleihen pro Jahr Anfang des Jahres. Diese haben sich verdreifacht auf rund 2%. Wir haben das für eine sehr große Opportunität gehalten. Sie wissen, im April haben wir den Kauf von Unternehmensanleihen als großes Thema ja auch in den Online-Konferenzen vorgestellt. Die Renditen sind massiv zurückgekommen auf 0,4%, also noch niedriger als zu Beginn des Kalenderjahres und haben sich eben deutlich reduziert, entsprechend heute nur noch 20% dessen, was wir eben im Rahmen des Verunsicherungshochs bei der Corona-Pandemie im Q1 feststellen mussten. Deutsche Staatsanleihen, auch das ein großes Thema. Warum werden Banken weiterhin Verwahrentgelte, sogenannte Strafzinsen, nehmen müssen, respektive das auch ausbauen für weitere Kunden? Die Zinsstrukturkurve in Deutschland ist negativ, etwas, was wir am Schluss noch genau betrachten. Und das heißt natürlich auch, dass das Halten von Geld Kosten verursacht. Diese Kosten werden weitergegeben. Und das erklärt natürlich auch die Ertragsproblematik bei den Banken. Die müssen natürlich auch auf die Kunden entsprechend abgewälzt werden. Wir haben eben einen Überschuss von Sparkapital. Am Aktienmarkt, ich möchte jetzt auf die großen Fragen konzentrieren und Ihnen nicht das wiedergeben, was Sie ohnehin im Handelsblatt oder in anderen Medien entsprechend auch lesen. Von daher, ich glaube, das große Thema der Rotation, die stellt sich auf verschiedenen Ebenen, zum einen auf Ebenen der Regionen, also wenn Sie an die beiden großen Anlageblöcke denken, die westliche Anleger normalerweise im Fokus haben, dann ist das natürlich auf der einen Seite die USA, auf der anderen Seite die internationalen Kapitalmärkte ex-USA und das hier mal dargestellt für die letzten 10 Jahre. Und Sie sehen hier oben Aktien USA gemessen am S&P 500. Wir haben eine Wertentwicklung von 200%, globale Aktien ex-Nordamerika nur 73%. Also da hat sich eine riesen Bewertungsdifferenz im Endeffekt hier aufgetan, die natürlich auch im Wesentlichen damit zu begründen ist, dass wir in Europa tendenziell sehr stark in alten Sektoren noch verhaftet sind. USA haben wir das ganze Thema Technologie. Sie wissen, die großen Tech-Konzerne, die Plattformanbieter haben natürlich extrem starke Gewinne, die haben extrem hohe freie Cashflows. Das hat die Börse hier entsprechend natürlich in den USA nach oben bewegt. Und das hat insbesondere bei Anlegern, die beispielsweise eben auch Europa stärker gewichten, weil sie aus einer europäischen Perspektive denken, weil man eben eher ein europäisches oder ein deutsches Unternehmen kauft, anstatt ein US-Unternehmen. Das hat natürlich zu entsprechenden Performance- und Wertentwicklungsnachteilen geführt und da hat sich wirklich eine große Lücke entsprechend aufgetan. Also dieses Thema, welche Region wird auf sich der nächsten 10 Jahre entsprechend hier die interessanteste Region sein,
ist die USA schon zu teuer? Also sind einfach die guten Unternehmen im Preis, in der Bewertung so hoch, dass die Ertragserwartungen für die Zukunft niedriger sind? Anders gesprochen, haben wir bei den europäischen Werten aufgrund der Branchenzusammensetzung und aufgrund von anderen Nachholeffekten in den nächsten Jahren das Potenzial, diese Lücke entsprechend zu verkleinern. Also das natürlich ein sehr wichtiges Thema für die Allokation der Portfolios nach vorne. Sie wissen, im Rückspiegel wäre es am besten gewesen, alles in den USA zu investieren, alles in sogenannte Wachstumstitel zu investieren, in das sogenannte Growth-Thema, und deswegen das auch nochmal auf der Ebene dargestellt, wo wir uns auf globaler Perspektive einerseits die Wachstumswerte anschauen, sogenannte Growth-Titel, auf der anderen Seite Substanztitel, eben sogenannte Value-Titel. Und auch da sehen Sie auf Sicht von 10 Jahren diese exorbitante Differenz, die sich eben hier aufgetan hat. 286% Aufschlag versus 135% Aufschlag. Und das eben auch ein großes Thema, bei dem man sich aktuell fragen muss, woher kommt diese Differenz? Klar, Wachstum hat das Thema, die Geschäftsmodelle passen besser in die Zeit. Das sind auch die Pandemiegewinner. Dort haben wir eben auch die sogenannten Stay-Home-Aktien, die sich deutlich besser geschlagen haben als eben diese Go-Out-Aktien. Ne? Also denken Sie dran, für Microsoft und Alphabet und auch Netflix war natürlich Corona anders als für jemand, der beispielsweise Öl aus dem Boden holt, der Kreuzfahrtschiffe betreibt oder sich im Tourismus engagiert. Und ein Aspekt, der hier auch mit reinspielen kann in diese relative Differenz, die sich die letzten 10 Jahre aufgebaut hat, das könnte auch das Thema Zinsen sein. Wenn sich das Thema Unternehmensbewertung in den Hinterkopf rufen, dann hat ja Unternehmensbewertung auch sehr viel mit dem Thema Abdiskontierung von zukünftig erwarteten Erträgen zu tun. Und wenn Sie Wachstumsunternehmen haben, dann haben Sie einerseits natürlich ein stärkeres Wachstum der Erträge, was Sie erwarten, was aber auch tendenziell stärker auch in der Zukunft stattfindet. Das heißt, wenn Sie diese Erwartung mit einem jetzt geringeren Zins abzinsen müssen, dann ist dieser Diskontierungseffekt durch das implodierte Zinsniveau bei sogenannten Growth-Titeln deutlich stärker als bei sogenannten Value-Titeln, und dementsprechend kennen Sie das Thema, dass man hier auch darauf achten muss, dass eben die Wachstumstitel sehr stark von den fallenden Zinsen profitiert haben, dass Value-Titel, denken Sie an Banken und ähnliche, sehr stark unter den fallenden Zinsen leiden, bei den Banken glaube ich offensichtlich, Thema Zinsmarge, und dass wir nun bei der Fragestellung, wo die Zinsen vielleicht ihren Boden gefunden haben, wo wir Renditen gesehen haben in den USA im Corona-Tief, die vielleicht jetzt erstmal den absoluten Tiefstand bedeutet haben, die Zinsstrukturkurve steigt nun wieder an, die wird steiler, das zeige ich Ihnen gleich, dann stellt sich natürlich die Frage, kehren sich jetzt eben extreme Trends hier wieder um? Also hat jetzt Value das Potenzial, sich besser zu entwickeln als Growth? Ist Growth vielleicht jetzt auch etwas zu teuer geworden, also sprich bezahle ich das erwartete Wachstum zu hoch, und sind einfach auch viele Investoren jetzt einfach in Wachstumstiteln stark übergewichtet, weil auch wenn sie die erfolgreichsten Anlagestrategien der letzten 10 Jahre nehmen, dann kaufen Anleger natürlich tendenziell das, was am besten gelaufen ist, und dementsprechend sowohl bei Investmentfonds als auch bei Vermögensverwaltungen sehen die tendenziell, dass die Strategien, die auf Wachstum gesetzt haben, mit dem Fokus Europa, USA, dass die auch am besten gelaufen sind. Die dominieren die Rennen- und Ranglisten, und da laufen die Anleger jetzt natürlich hinterher. Dazu das Thema Nachhaltigkeit, ESG. Da ist natürlich auch nur Microsoft erstmal allein aus dem ökologischen Aspekt natürlich besser bewertet als ein Unternehmen, was sich irgendwie mit Schwerindustrie beschäftigt, und dementsprechend sorgt auch dieser Nachhaltigkeitstrend dafür, dass die Unternehmen, die ohnehin schon gesucht waren im Thema Wachstum, auch nochmal durch den ESG-Trend entsprechend hier Nachfrage erfahren haben, und irgendwann ist das halt entsprechend alles eingepreist. Also das ist das große Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, weil man sich die Frage stellt, ob wir jetzt hier nach den US-Präsidentschaftswahlen, bei denen man ja von ausgehen kann, dass Biden hier entsprechend auch das Amt entsprechend antreten wird, dass hier jetzt eine politische Unsicherheitskomponente rauskommt, dass Joe Biden mit Sicherheit auch anders kommunizieren wird, was China angeht. Also hier, dass hier das Unsicherheitsmoment aus der Handelspolitik sich etwas reduzieren könnte und dementsprechend auch die Geldpolitik natürlich weiterhin unterstützend wirkt, und dass wir dann dementsprechend auch hier eine Thematik haben, dass vielleicht die Indizes auf Aktienebene weiter nach oben gehen, aber dass eben unterhalb der Indizes eben diese Rotation stattfindet und in vielen Fällen
stellen wir häufig fest bei den Co-Analysen, vielen Anlegern ist gar nicht klar, dass ihr Portfolio sehr, sehr einseitig auf niedrige oder weiter fallende Zinsen ausgerichtet ist, weil Gold profitiert natürlich von sinkenden Realzinsen, die Wachstumstitel profitieren von den gesunkenen Zinsen, Immobilien profitieren von diesen gesunkenen Zinsen. Also hat man zwar verschiedene Vermögensklassen, aber doch einen Treiber, und das ist eben wichtig in der Vermögens- und Portfoliokonstruktion insgesamt zu betrachten. Deswegen ein wichtiges Thema für die internationalen Kapitalmärkte ist natürlich die Zinsstrukturkurve in den USA. Konkret hier abgebildet die Rendite der 10-jährigen Anleihen abzüglich der 2-jährigen Anleihen. Man sagt tendenziell, wenn die Zinsstrukturkurve negativ wird, das war ein ganz guter Rezessionsindikator in den vergangenen Jahrzehnten, hat ungefähr einen statistischen Zeitverzug von 10 bis 12 Monaten. Und das war ja auch das große Thema, was man hier entsprechend 2019 ja diskutiert hat. Die Zinsstrukturkurve war knapp davor, negativ zu werden, wurde es dann nicht. Dann kam Corona, jetzt haben wir tatsächlich die Rezession hier gesehen, das zeigt Ihnen dieser graue Balken an. Aber was wir jetzt sehen, ist eben, dass die Zinsstrukturkurve steiler wird, dass die Renditen am kurzen Ende niedrig bleiben, die Renditen am langen Ende steigen. Das sorgt natürlich dafür, dass Banken auch wieder eine Fristentransformation durchführen können. Das begünstigt eben auch mit dem Thema steigende Renditen wiederum die Value-Titel. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann erklärt das eben die Diskussion rund um das Thema Rotation. Das erklärt, warum wir jetzt in der jüngeren Vergangenheit durch die Impfstoffhoffnung, die ja das Potenzial haben, die Sektoren, die jetzt sehr, sehr stark gelitten haben, entsprechend wieder positiv nach vorne zu bringen, dass wir hier im Endeffekt Anpassungseffekte sieht, dass man vielleicht manche Übertreibung aus der Corona-Zeit wieder zurückdreht, dazu noch im Blick hat die Divergenzen, die sich über die letzten 10 Jahre auf der regionalen und sektoralen Ebene aufgetan haben, und das hat wirklich massive Implikationen für die Portfoliokonstruktion nach vorne und erklärt auch, warum dieses Thema wirklich eine große Bedeutung haben sollte mit dem Blick in die Zukunft. Und Sie sehen es hier, wie gesagt, Zinsstrukturkurve wird eben deutlich steiler, und das passt eben auch sehr gut dazu, dass Value-Aktien sich gut entwickelt haben. Das passt dazu, dass Gold auch im Preis verloren hat. Gold hat ja sehr stark von der Ausweitung der Geldmenge profitiert. Denken Sie an die Notenbankbilanz in den USA. Hat sehr stark davon profitiert, dass die Realzinsen gefallen sind, und hat natürlich auch davon profitiert, dass viele Anleger sehr stark im ersten und zweiten Quartal Goldpositionen aufgebaut haben über physisch hinterlegte Wertpapiere. Dort haben Sie rekordhohe Inflows gesehen, und dieses Kapital hat natürlich die Goldpreise entsprechend auch nach oben geschoben, und da kommt jetzt natürlich langsam so ein bisschen die Luft auch entsprechend raus. Wenn man davon ausgeht, der Winter wird noch schwierig, Q1 wird ein bisschen special, aber der Blick darüber hinaus zeigt, man wird sich im Frühjahr wieder freier bewegen können, die Leute werden wieder draußen in den Restaurants sitzen, die Freizeitaktivitäten werden wieder zunehmen, dazu irgendwann im Laufe des Jahres entsprechende Impfstoffe, auch neben Moderna und Pfizer, BioNTech sind ja auch noch andere Unternehmen hier entsprechend im Rennen. Ergänzend dazu Geräte, mit denen Sie innerhalb von 45 Minuten feststellen können, ob jemand Corona-positiv ist oder nicht. Das heißt, Sie könnten ja so ein Gerät aufstellen vor der Firma, vorm Club, vorm Fußballstadion. Sie kommen dahin, machen den Test, gehen 45 Minuten nochmal eine Runde in die Stadt, kommen wieder. Sie sind eben entsprechend negativ, dann können Sie ins Fußballstadion hinein. Also, das wird das große Thema sein, und der Kapitalmarkt versucht jetzt natürlich diese sich verändernde Situation zu verarbeiten, versucht dementsprechend auch das auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre zu projizieren und dementsprechend zu verarbeiten, was würde denn ein steigendes Zinsniveau in einem gewissen Rahmen, nicht dahin, dass es wieder 3% auf dem Tagesgeldkonto gibt, aber was würden denn perspektivisch die Erwartungen an etwas höhere Zinsen, eine etwas steilere Zinsstrukturkurve, was würde das dann für die Wirtschaft bedeuten, was würde das für die einzelnen Branchen bedeuten, und wenn wir diese Normalisierung absehen können, ohne den genauen Zeitpunkt zu treffen, dann heißt das, welche Fragestellungen sind zu beantworten für die Branchenallokation nach vorne. Wenn wir uns die Renditen in der Eurozone anschauen, auch das nochmal klar zu machen, Sie erinnern sich vielleicht, unsere langjährigen Kunden, wir haben damals gesagt, die Todeszone für Staatsanleihenrenditen aufgrund der damaligen Verschuldungsstände, das war die Griechenland-Euro-Staatsschulden-Solvenzkrise, die man damals gesehen hat, war die Todeszone so bei 7% Zinsniveau, absolut abstrus aus der
heutigen Perspektive deutsche Staatsanleihen bei minus 0,6%. Aber ich glaube auch das interessant, ein Land wie Italien, auch hier lediglich 0,6%, im Griechenland 1%. Zweijährige griechische Staatsanleihen haben jüngst sogar im negativen Bereich tendiert, also eine negative Rendite. Und das zeigt natürlich auch, wie verzerrt die Kapitalmärkte auf der Anleiheseite sind. Das zeigt, wie brutal dieser Anlagenotstand ist. Und das erklärt natürlich auch, warum die Ausweichreaktion in Immobilien, in Infrastruktur, in Private Equity, also in illiquide Sachwerte, warum die so groß sind und warum man auch bei Anleihestrategien sehr, sehr stark versucht, abseits dieser Mainstream-Anleiheninvestitionen eben sogenannte alternative Anleihekonstrukte zu finden, um hier entsprechend noch Renditen zu generieren. Die Erwartungen, ich glaube, da muss man sehr realistisch sein. Wir haben das Unsicherheitspotenzial, was sich vor den US-Präsidentschaftswahlen aufgebaut hat. Das konnte man sehen, wenn Sie die Put-Call-Ratio betrachtet haben, also dass die Relation von gekauften Puts, mit denen man sich gegen fallende Kurse absichert, zu gekauften Calls, wo man auf steigende Kurse setzt, dann haben wir eben feststellen können, dass rund um die US-Wahl das Absicherungsbedürfnis sehr hoch war. Wenn Sie Umfragen betrachten, haben viele Marktteilnehmer vor der US-Wahl Cash-Positionen hochgenommen, also haben sich defensiver aufgestellt, und dann kam es, wie es immer kommen musste, das Ergebnis kommt, die Volatilität ging massiv zurück, die Marktteilnehmer mussten entsprechend Positionen wieder aufbauen. Und das zeigt auch wiederum mal, wie sehr schwer dieses Timing rund um diese einzelnen Events entsprechend ist. Also weniger politische Risikoprämie, ausgehend von den USA, gerechtfertigt natürlich auch höhere oder ruhigere Vermögenspreise. Das sieht man auch an den impliziten Volatilitäten, die in Optionspreisen entsprechend abgebildet sind. Dazu doch die überraschende Thematik, dass wir auf der Impfstoffseite weiter sind, als man sich das erwartet hätte. Und dementsprechend auch hier, wie gesagt, die Stimmung positiver. Wir haben bei der Entwicklung von Substanz gegenüber Wachstumswerten eine Bewegung gesehen an einem Tag, an diesem Montag, BioNTech-Pfizer-Mitteilung war das, die man statistisch gar nicht ausrechnen kann, weil sie so abstrus hoch war, dass man sie nicht erwarten konnte. Das auch wieder zeigt, dass nicht nur die Quote, mit der man im Aktienmarkt investiert sein sollte, sondern auch die Zusammensetzung des Aktienteils, also die Struktur nach Branchen, Regionen und entsprechenden Stilausrichtungen, eben strategischer geplant werden muss und nicht auf Basis von einzelnen Events. Wenn wir uns die Erwartungen anschauen, dann ist das, glaube ich, sehr klar. Wir werden jetzt erstmal sehen, dass dass die Stimmung bei den Unternehmen wieder zurückkommt, das mal exemplarisch dargestellt für Deutschland, IFO Geschäftsklimaindex, auch ein ganz guter Indikator natürlich für die globale Wirtschaft. Und da sehen Sie eben auch, wir hatten diesen massiven Einbruch im Rahmen des künstlichen Stillstands der Wirtschaft, dann entsprechend eine Erholung auch über die Sommermonate, und jetzt kommt entsprechend hier wieder ein bisschen Skepsis natürlich rein. Denken Sie an die verschiedenen Lockdown-Varianten. Deutschland, wir sind ja im Vergleich zu anderen Ländern da noch ganz gut aufgestellt, was die persönlichen Einschränkungen betrifft. Und daher glaube ich, jetzt für die nächsten Monate, diese umfragebasierten Indikatoren, die werden alle erstmal tendenziell schwächer ausfallen. Deswegen auch hier nochmal der ZEW mitgebracht, wo man eben Finanzmarkt- und Konjunkturexperten befragt und eben nicht die Unternehmen selbst. Zeigt aber letztendlich hier eine ähnliche Entwicklung, besonders diese Erwartungskomponente ist eben nach unten abgeknickt, was, glaube ich, auch relativ klar ist. Wir hatten eben diese gewisse Erholung, wir sind aber noch nicht wieder in der normalen wirtschaftlichen Aktivität, also kommen diese Indikatoren jetzt erstmal runter. Wir waren vielleicht zwischendurch ein bisschen zu pessimistisch, jetzt wird man vielleicht auch teilweise wieder zu optimistisch, das Ganze wird jetzt wieder etwas korrigiert, und deswegen passt es auch sehr gut dazu, wenn man sich die Realität anschaut von harten wirtschaftlichen Daten versus dem, was erwartet wurde, also ein Abgleich zwischen Erwartung und Realität, dann sehen Sie eben auch, dass wir eben dann in den Sommermonaten eher positive Überraschungen hatten. Also es war besser als gedacht, weil die Welt ist eben doch nicht untergegangen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt eben dann seit dem Herbst, dass wir hier eher negative Abweichungen nach unten haben. Und aus meiner Perspektive wird uns das auch erstmal erhalten bleiben, bevor man dann mit der Perspektive in den Frühling, mit der Perspektive von
letztendlich auch eine Impfstoffthematik, die wirklich auch das Leben wieder stärker normalisiert. Zuerst das wirtschaftliche Leben, danach auch das gesellschaftliche Leben und die Freizeitaktivitäten. Das wird dieses Hin und Her sein, an das wir uns weiterhin gewöhnen müssen und was sehr, sehr schwer ist auch zu teilen. Wo wir uns hingegen sehr sicher sein können, wie es kommen wird, das ist die Geldpolitik. Wir haben ja quasi eine Fusion von Fiskalpolitik der Staaten mit der Geldpolitik der Notenbanken gesehen. Also gefühlt, umgangssprachlich würde man sagen, ein Kopf und ein Arsch. Und dementsprechend auch hier das Ganze nochmal dargestellt. Die Notenbank, die schaut natürlich besonders in Europa auf die Inflationsrate. Die offizielle Inflationsrate für die Eurozone im negativen Bereich, minus 0,3%. Die Energiepreise haben hier natürlich ihren Einflussfaktor, aber auch in der bereinigten Variante der Kerninflationsrate 0,2%. Das Notenbankziel ist ja eher bei 2%. Dazu wird man das noch flexibilisieren. Also sollte die Inflation mal steigen, wird man für einige Zeit eine höhere Inflationsrate tolerieren, weil man die historische Inflationsrate mit dazu nimmt. Man bildet den Durchschnitt und dann kann man auch natürlich höhere Inflationsraten für eine gewisse Zeit lang akzeptieren, ohne dass man als Notenbank gegensteuern muss. Sie alle kennen den Begriff der finanziellen Repression. Die Zinsen liegen unterhalb der Inflationsrate, dann kommt es eben zu einem Transfer vom Gläubiger zum Schuldner. Der Schuldner entlastet sich dementsprechend, aber das Ganze angenehmer als ein harter Schuldenschnitt. Auch die Inflationserwartung, der Blick nach vorne, weil die Notenbanken darauf schauen, Sie sehen es hier, Eurozone 1,14, USA 2,15, also da ist überall Luft. Das heißt, auch wenn wir jetzt in den USA sehen, dass Programme auslaufen, mit denen man die Wirtschaft und die privaten Haushalte gestützt hat. Das nächste Programm wird kommen, über die Größe wird man diskutieren, aber der Staat wird mit Hilfe der Notenbank die breite Wirtschaft stützen, damit die Haushalte stützen. Wir werden es auch in der Eurozone dementsprechend sehen und es wird sehr interessant sein, dann abzugreifen, inwieweit hier wirklich mal die Inflationsraten steigen. Aber ich glaube, wir können uns sehr klar sein, wir haben jetzt noch eine Unsicherheit. Das Verhalten der Notenbank und der Staaten ist sehr klar. Das erzeugt eine Überschussliquidität. Wenn sich die Situation im Wirtschaftsleben normalisiert, dann sollte auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes wieder steigen. Das könnte inflationär wirken und dementsprechend glaube ich auch sehr gut nachvollziehbar, warum wir Vermögenswerte sehen, die grundsätzlich das Potenzial haben, die Inflation zu schlagen. Denken Sie an Immobilien, Infrastruktur und natürlich auch Aktien, warum die sich eben positiv entwickeln und warum Sie, wenn Sie heute eine 10-Jahres-Planung für Ihre Kapitalanlagen machen, Geldwerte zumindest im Dollar- und im Euroraum eher gering gehalten werden und die Sachwertquote deutlich nach oben geschoben wird. Einerseits liquide, andererseits natürlich auch in illiquiden Segmenten. Deswegen die Bilanzen der Zentralbanken als Gradmesser der Notenbankinterventionen immer wichtig. Hier nicht in absoluten Zahlen, sondern in Relation zur Wirtschaftsleistung des jeweiligen Währungsraums. Da sehen Sie hier oben Japan dementsprechend. Aber wir sehen auch hier diesen Anstieg in den USA bzw. auch der Eurozone. Und ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der Thematik, dass wir jetzt wieder Einschränkungen haben im Erwerbsleben, dass wir mehr Unterstützung haben müssen, auch in den USA und der Eurozone, dass diese Relation ja noch mal ein bisschen nach oben geht, wenn Sie so möchten, die zweite Welle der Notenbankintervention. Also ich glaube, das ist die vernünftige Perspektive, die wir entsprechend sehen. Deswegen die zentrale Aussage lautet an dieser Stelle, ich mache dann den Renditen für deutsche Staatsanleihen fest, 30-jährige Staatsanleihen rentieren mit 0,152% pro Jahr. Also selbst 30-jährige Laufzeiten haben eine negative Ertragserwartung. Die Zweijährigen sind bei minus 0,72. Das kommt natürlich auch daher, dass Anleger, die der Einlagensicherung nicht trauen, natürlich eher eine deutsche Staatsanleihe kaufen, als das Geld bei der Bank zu parken. Besonders für größere Vermögen, aber natürlich auch Unternehmen spielt das eine größere Rolle. Wir haben gesagt, wir sehen das Thema Bankenkrise nicht analog Lehman Brothers aus verschiedenen Aspekten. Das haben wir im Frühjahr ja auch ausführlich begründet, warum wir das so sehen. Es kam jetzt auch nicht zu systemischen Risiken und systemischen Problemen, aber man muss es natürlich im Blick haben und insbesondere, wer Geld für Dritte verantwortet, muss natürlich dieses Gegenparteienrisiko, was aus Bankeinlagen entsteht, entsprechend auf dem Schirm haben. Deswegen der wichtigste Aspekt an dieser Stelle, wir sehen, dass
Zinsersatzinstrumente massive Mittelzuflüsse haben. Wir sehen bei Immobilien, dass das 45-fache der Jahresmiete entsprechend bezahlt wird. Wir sehen Private Equity Programme, die massenweise aus dem Boden gestampft werden. Also man kann viele Fehler machen in dieser Niedrigzinsphase. Deswegen nochmal klar gemacht an dieser Stelle, grundsätzlich bedeuten Renditen, bedeutet das Vereinnahmen von Risikoprämien. Ich bekomme eine Prämie dafür, dass ich Risiken eingehe. Und wenn der sichere Zins eben null respektive negativ ist, dann heißt jede Form der positiven Ertragserwartung, dass ich beispielsweise entweder Kreditrisiken eingehe, wie beispielsweise bei einer Unternehmensanleihe, oder auch ein höheres Bonitätsrisiko plus vielleicht höhere Illiquiditätshemmungen, wenn ich eine Hochzinsanleihe kaufe. Und wenn ich eben von der Fremdkapitalseite auf die Eigenkapitalseite gehe, dann bin ich eben Unternehmer, dann bin ich am Aktienmarkt, und wenn ich das illiquide tue, bin ich bei Private Equity, mache ich das nicht diversifiziert, sondern im eigenen Unternehmen, dann habe ich Humankapital, Verschuldung und alle Risikoprämien in einer Position, was auch erklärt, warum die großen Vermögen tendenziell durch eigene unternehmerische Tätigkeit entstehen. Das bedeutet auch ein vernünftiges Erwartungsmanagement an die Kapitalmärkte, und ich glaube, man sollte es sich derart zusammenfassen, wenn man es auf eine Formel bringen muss, für ein ausgewogenes Portfolio. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, dass wenn Sie den Blick nach vorne richten, also nehmen wir mal 10 Jahre, dass es realistisch ist, dass Sie einen Schmerz zum Zeitpunkt haben. Also wenn Sie in Ihr Portfolio schauen und schauen, wie tief bin ich denn jetzt vom letzten Höchststand gefallen, dann ist ein Verlust von 20% für ein ausgewogenes Portfolio durchaus realistisch. Also der Schmerz zum Zeitpunkt. Die Rendite über den Zeitraum, also beispielsweise 10 Jahre, die wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 4% und 5% liegen, je nachdem, was wir mit der Inflationsrate und Ähnliches auch feststellen. Das heißt, die Relation, das Ratio von Schmerz zum Zeitpunkt und Rendite zum Zeitraum ist quasi 1:5. Also wenn wir es quasi feststellen, oder 1:4. Also 1% Rendite pro Jahr heißt 4% Schmerz zum Zeitpunkt, also 5% Renditeerwartung über 10 Jahre pro Jahr, heißt ungefähr 20% Schmerz zum Zeitpunkt. Die nächste Krise wird wahrscheinlich keine Pandemie sein, die nächste Krise wird vielleicht mal wieder eine Finanzkrise sein, vielleicht werden das auch geopolitische Themen sein, man kann es darüber diskutieren, aber ich glaube, das ist eben ganz wichtig, sich hier in den Hinterkopf zu rufen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir an der Stelle mit den offiziellen Ausführungen am Ende. Ich habe probiert, es auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich würde jetzt die Aufzeichnung, die wir Ihnen natürlich allen im Anschluss wieder zur Verfügung stellen, an dieser Stelle beenden, sodass wir nur noch die Möglichkeit haben, auf Ihre Fragen einzugehen. Ansonsten gilt natürlich immer, sprechen Sie mich oder unser Team hier persönlich an. Die Dinge, die uns verlassen, bleiben Sie gesund, haben Sie einen schönen Mittag. Und den Rest lade ich zur Fragerunde ein. Bis bald. Auf Wiedersehen.